ein Kultobjekt aus den Niederlanden ist KIP, K-I-P, einer der ältesten Caravan-Hersteller der Welt. Ja, seit 1934 am Markt. Also meines Wissens der älteste in Europa, also durchgehend existierende und arbeitende. Ja, es ist eine Traditionsmarke aus Holland. Haben verschiedene Modelle im Sortiment. Das ist der kleinste, der KIP Shelter. Gibt es als Basic, als Plus und als jetzt Outback. Früher war es der Offroad. Und also das ist sowohl bei uns als auch in der KIP-Gruppe selbst der mit riesigem Abstand meistverkaufte, weil er einfach auf engem Raum mit wenig Gewicht, in hoher Qualität extrem viel Nutzen bietet. Ich habe draußen einen Cupra stehen vom Mentor mit Anhängerkupplung. Der 300 PS-Version, der zieht den weg ohne Ende. Aber viele moderne Fahrzeuge haben aufgrund CO2 und den ganzen Käse keine Anhängelast mehr. Was wiegt der denn im Leerzustand? Ja, also der Plus fängt an so bei 560 Kilo. Der Basic, Entschuldigung. Der Plus fängt an mit einer typischen Ausstattung so um die 650. Das heißt, ich habe immer noch ohne Probleme 100 Kilo Zuladung. Wenn ich allerdings plane, einen Mover zu nehmen oder auch E-Bikes mitzunehmen, raten wir dazu, gleich die Auflastung auf 900 Kilo mitzunehmen. So, 900 Kilo, auch das, also eine Tonne können die allermeisten. Das große Thema ist ja, keinen Führerschein zu machen. Das heißt, du darfst ja 750 Kilo mit dem B-Führerschein ziehen. Ja, aber auch da muss man mal versuchen aufzuklären. Im Prinzip hast du recht, es geht aber immer das Gesamtgewicht des ganzen Zuges. Das darf nicht über 3,5 Tonnen, oder? Genau. So, und erst die 750 Kilo Klasse kommt dann ins Spiel, wenn du darüber gehst, weil dann darfst du auch mit dem Führerschein bis zu 4250 Kilo ziehen. Kommt immer darauf an, wie schwer ist das Zugfahrzeug. Also, und es gibt ja so einen Führerschein BE. Ja. So, der BE, was darf der? Der darf alles, oder wie? Da bin ich überfragt. Ich meine, dass der die 4250 Kilo beinhaltet, egal wie schwer der Anhänger ist. Der normale B, da darf der Anhänger eben nicht mehr als 750 Kilo selbst zulässige Gesamtmasse haben. So, also klärt das mal ab. Aber hier würde es im besten Fall, also mein Zugfahrzeug wiegt 1,6 Tonnen, wiegt der Formentor. Gut, ich habe jetzt einen großen Führerschein, aber da dürfte ich den ziehen, wenn der unter 750 Kilo ist, oder? Nee, auch wenn er über 750. Dann darfst du bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fahren. Also du dürftest so, echt? 1000, was heißt 700 dann ziehen. Sicher? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Also bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht darfst du ziehen. Genau. So. Also wir lassen es trotzdem mal offen, guck mal nach. Also das ist so, das stimmt. Das ist so, ja. Stell dich mal vor, du bist der? Ja, Patrick Nüske, Wielhaus, Hamburg, Dasing, demnächst Mülheim, Kerlich. Und wir sind jetzt gerade in Hamburg bei schönstem Wetter und zeigen euch mal den KIP heute, vielleicht auch ein bisschen detaillierter, was Nutzung des Innenraums insbesondere angeht, weil da viele froh drüber sind, wenn sie das vielleicht im Vorfeld schon mal sehen können. Ja, zeigen euch das mal. Jetzt ist umgebaut ein Bett mit Tagesnutzung. So, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten im Großen und Ganzen. Wir haben Face-to-Face-Sitzgruppe oder so wie jetzt, also ein schnell umbaubares Bett oder ein Gesamtbett. Das können wir gleich mal zeigen. Wir gucken mal gerade von außen. Die Materialien hier, sind die langlebig bei KIP? Ja, das Schöne ist, worauf ich immer Wert lege, soweit es geht, ist Nachhaltigkeit. Das heißt, dieser sieht ja aus wie ein GFK-Sandwich, ist es aber nicht. Es ist ein Aluminium-Sandwich, das heißt, wir haben von außen 1,5 mm Aluminium. Dann kommen 3 cm XPS-Schaum, dann haben wir noch 5 mm Holz, was optisch innen verkleidet ist. Aber kein Holzständer, sondern ich habe richtigen. Es gibt ja die meisten Wohnwagenhersteller haben ja Schaumstoff plus Holzständer. Nein. Das sind alles durchgehende, kältebrückenfreie Sandwich-Bauweise. Rundherum das Dach, alles. Das ist ein Riesenunterschied. Also gibt ja auch Expeditionsmobilbauer aus Deutschland, die bauen aus den gleichen Sandwich-Modulen. Das hat schon seinen Sinn. Also du hast auch durch diese Holzgeschichten im Innenraum so gut wie nie Schwitzwasserbildung. Also nochmal, innen hast du nur Holz, aber das hat keine tragende Funktion. Ist das aufgeklebt, das Holz auf dem Sandwich? Ja, ich kann es dir mal eben kurz zeigen.
Hier haben wir so einen Querschnitt des Shelterwand. Also wir haben hier außen diese 1,5 mm Aluminium. Gut, hier ist es jetzt gerade ein schönes Bild. Dann haben wir diesen XPS-Schaum. Dann haben wir die 5 mm Sperrholz, die dann nochmal so ein bisschen optisch einfach verkleidet ist. Das siehst du von innen nicht. Aber die Feuchtigkeit kann also durch das Holz aufgenommen werden und auch wieder abgegeben werden. Also die meisten Serienhersteller, die vom Fließband fertigen, haben keinen XPS-Schaum, sondern die haben Holzständerbauweise. Genau. Das heißt, also die haben außen vielleicht auch Aluminium, zum Beispiel Riffelblech oder natürlich Hammerschlagblech. Ja. Aber hier haben wir ein sehr stabiles Material. Das kann natürlich Dellen ziehen. Wenn da jetzt natürlich so ein Eis- oder Tennisball dagegen fliegt, dann hast du schon mal eine... Nee. Da bleibt gar nichts. Also du kannst natürlich durch spitze Gegenstände jetzt tatsächlich irgendwelche Dellen reinfahren, das ist völlig klar. Aber das kannst du, Aluminium kannst du ja schwer rausziehen, aber dadurch, dass das alles Rahltöne sind, kannst du... Spachtel lackieren. Ja, genau. Du kannst es einfach im Smart Repair, wenn es jetzt kleinere Sachen... Darf ich mal, wenn du, ich meine jetzt hier gerade mal, wenn du hier die Wand mal hast, wenn du das mal gerade hier vorne auf die Theke legst, mach mal bitte, wir machen mal einen Test, jetzt wo ich dich schon mal dabei habe. So, das ist Alu außen, ja? Ja. So, wenn du da mal, warte, ich guck mal gerade, ob wir irgendwo eine gerade Fläche haben für den, ja, das ist schon mal hier eine schöne, siehst du die gerade Fläche hier mit deinen Lampen? Ja. In der Kamera siehst du schön, oder? Ja. Ja, so, und wenn du jetzt mal drauf haust mit der Faust, so. Das ist ja krass. Nein. Da ist nichts. Nein. Wenn du mal hier mit der Fernbedienung, warte mal, ja, oder vielleicht da vorne die Wasserflasche. Wenn wir die mal nehmen, wenn du die mal gerade nimmst, die Wasserflasche, also und dann mal so mit der Kante mal draufschlägst, so jetzt habe ich eine Delle, siehst du? Ja. Eine ganz kleine. Wo ist sie? Muss schon ja. Da. Ja, jetzt haben wir aber auch Mini-Riffel hier unter. Ja. Das ist natürlich eine extreme. So, und jetzt nochmal mit der Faust nochmal. Mach mal. Feste, mach mal richtig feste. Krass, nix. Ganz hier vorne ist die Delle von der Wasserflasche. Leider kennen die Versicherungen diese Bauweise nicht. Die fragen immer, hast du ein GFK-Dach, dann kriegst du die Hagelversicherung billiger. Das ist zwar auch richtig, aber dieses Dach hält mindestens genauso viel. Also die Punktbelastung, da haben wir jetzt eine kleine Delle reinbekommen, aber auch nicht so schlimm. Also ich muss auch sagen, beim Tabat kriegst du so schnell eine Delle rein, da musst du gar nicht gucken. Das liegt aber daran, dass da drunter Schaumstoff ist. Also das ist, nee, nicht Schaumstoff, Styropor. Das ist, ich glaube, Schaumstoffstyropor, irgendwas ist drunter. Ja, die werden ja auch im Nachhinein dann quasi nachgedämmt wie ein Eriba oder so. Das ist eine völlig andere Bauweise hier. Funktioniert in der Praxis auch, aber hier sehr stabil, sehr, sehr verbindungssteif, sagst du auch. Ja, ja, natürlich. Ja. Also das heißt, der ganze Aufbau arbeitet auch kaum, dadurch, dass das in sich auch nochmal geschlossen ist. Außen, der Rahmen, was ist das? Es gibt keinen Rahmen. Das ist eine... Das sind einfach nur Eck-Kederschienen als Abschlusskante quasi. Also die haben keine statische Funktion? Nein. Da kannst du dann Markisen, Sonnensegel, Heckzelte, alles Mögliche einziehen. Ist unverrottbar, oder? Ja. Außen. Das heißt also auch hier, wenn jetzt hier ein kleines Loch drin wäre, der Schaum nimmt gar keine Feuchtigkeit auf. XPS nimmt keine Feuchtigkeit auf, nein. Ja, das glaube ich nochmal Grundbasis, nochmal der Unterschied. Wir reden hier von einem Aufbau wie ein Expeditionsmobil. Ja. Genau, 3 cm rundherum, extrem hohe Dämmwerte. Das ist auch das einzige Fahrzeug, was ein Energiezertifikat Klasse A hat, aufgrund der Dämmwerte und der Aerodynamik. Das heißt, mit 2 Leuten hast du schon fast Passivheizung. Ja. Ja gut, jeder hat so 200-300 Watt. Ja, ja, genau. Ja. So, dann hier oben finde ich ja geil, dieses Rohr. Das ist so ein, ich sag mal, Astabweiser so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen Optik, tut dem Fahrzeug aber sehr gut. Macht es nochmal steifer, ne? Ja, und es sieht einfach kerniger aus. Ne? Ist heute Standard. Als wir anfingen, Kipp zu machen, da war es noch optional. Das hat man jetzt gelassen. Ich finde das ein super Designelement. Farben, was gibt's denn? Also Kipp hat meiner Meinung nach zumindest echt nur schöne erdgebundene Farben, also dieses Grün, es gibt dieses schöne Blau, was wir hier neben uns haben und dann gibt es noch ein Sahara Beige, das ist so ein leichtes Braun, Metallic, auch eine sehr schöne Farbe und es gibt auch Standardweiß und Silber gibt es auch noch. Keine Flemmich-Chassis auf dem holländischen Fahrzeug, die...
werden dann direkt des Landes verwiesen, nehme ich an, in Holland. Das ist, in Holland ist das hier eine Marke, die kennt jedes Kind. Ich glaube, seit fast 100 Jahren gebaut. Du sagst, eine richtige Wertanlage, weil diese Kipps bei eBay Kleinanzeigen, du findest kaum welche. Nee, es gibt quasi keinen echten Gebrauchtmarkt. Es gibt ganz selten mal, dass einzelne Personen die mal anbieten, dann sind die aber in der Regel nach ein, zwei Stunden bereits verkauft. Mhm. Also wir haben letztes Jahr mal einen gehabt, der war aus 2010, der wollte einfach das neue Design haben. Der hat 6.000 Euro mehr gekriegt, als er 2010 bezahlt hat. GFK, guck mal hier. Das ist das einzige Teil, was GFK ist, das ist richtig. Aber ist doch nicht schlecht, GFK hält. GFK hält, ist aber nun mal Sondermüll. Also wenn man es vermeiden könnte, würde ich immer sagen, lass es, mach es aus ABS. Aber in dem Fall ist es tatsächlich GFK. Gut, hält ewig. Hält ewig, ja. Ist auch, ich sag mal, gut reparabel wie der Rest hier. Hier siehst du auch schon diese ganzen Kanten. Das heißt, die können auch wirklich hier reinbohren. Das macht dem nichts. Das ist sehr stabil. Dann jede Menge Schrauben drin. Alles ist dicht. Habt ihr Dichtigkeitsprobleme mit denen, wenn es nicht gerade einen Schaden gibt? Nein. Also wir haben bislang eigentlich noch, also wir hier gar kein Fahrzeug gehabt. Ja, das Blech ist überlappend. Guck mal. Ja. Ja, das heißt, es kann gar nicht. Nein. Klar, die Rundung, das ist natürlich auch, ist auch Alu, ne? Ist kein GFK da oben. Also ist alles sehr stabil und durchgängig gedämmt. So, das Dach ist so angeordnet, dass das Wasser kann nicht nach oben. Da ist nochmal eine Kante, über die es drüber müsste. Ja, eine hohe Kante. Ich schätze mal so 5 cm mindestens. Also da haben wir noch nie irgendein Problem gehabt. Viele Fragen kommen auch wegen des Aufstelldachs. Ich finde es eine super Sache. Man hat ein flacheres Fahrzeug während der Fahrt. Man kann drin stehen, die allermeisten auch so, ohne dass das Dach auf ist. Man kann im Sommer die Wärme rauskriegen. Anfälligkeit des Stoffes ist mir gar nicht bekannt. Selbst wenn man mal ein mechanisches Problem hat, der ist mit Kederschienen eingezogen. Den kann ich selber Eribar ist ja auch ein deutscher Hersteller, der das auch macht, so ähnlich. Aber ein anderes System bei Eribar. Hier sehr einfach. Das heißt, du hast Gasdruckdämpfer, drückst das Ding hoch. Ja. Magst du mal runter machen für mich, dass man einfach mal sieht von außen. Dann film mich mal. So, du gehst rein, du bist fast 1,90 Meter oder über 1,90 Meter, ziehst das auf der einen Seite erst rein, dann auf der anderen, das war's. Ja. So, jetzt ist auf der einen Seite nicht ganz unten, guck mal. Genau, auf der Seite, nee, auf deiner Seite hier, guck mal. Da ist was dazwischen. So, jetzt ist er runter, weil die Leute sehen alles, du weißt das. So, jetzt ist unten. Jetzt der Haken auf der anderen Seite, guck mal. Gut. Also das ist mit ein bisschen Übung, machen die Leute das, ich glaube, in den Niederlanden seit 90 Jahren. Das System ist so unverändert, oder? Das ist unverändert. Das ist von De Waard, das ist so der Rolls-Royce unter den Tuchherstellern. Gar keine Probleme. Ja, der hat Solar. Also ein... Ich gehe mal oben drauf, dann sieht man ein bisschen was oben drauf ist. Also Solar. Ja, gibt es in unterschiedlichen Kapazitäten von 50 bis 200 Watt. Und auf Wunsch ab Werk direkt, da muss ich mich dann nicht dann irgendwie damit... Das ist alles ab Werk. So, jetzt die Tür ist so breit. Sag mal, Thema Dusche. Die bauen ja keine Duschen rein, aus Prinzip nicht oder weil sie nicht können. nee, die machen es aus Prinzip nicht, weil statistisch sowieso kaum jemand die Dusche benutzt, dann ist es Abstellraum. Und Kipp ist es wichtig, dass bei den kleinen Fahrzeugen einfach auch das Raumgefühl stimmt. Und das ist auch echt, was die Leute lieben. Viele sind eben dann doch am Ende auf Campingplätzen oder Plätzen, wo es sanitäre Anlagen gibt und nutzen die. Was man hier allerdings machen kann, ist hier rechts in dem kleinen Schränkchen eine Nottoilette mitzunehmen. Eine Trenntoilette zum Beispiel. Ja. Eine Trenntoilette oder die Chemieklos. Ja, hast du eine da, eine Trobolo? Ja, aber müsste ich holen. Machen wir gleich im nächsten Video. Gleich, genau. So, denn das wird das mal zeigen. Gehen wir mal vorne hin. Das hier ist ein demontierbares Küchenelement. Ist das korrekt? Richtig. Sag mal, wie geht das? Ja, da müssen wir einmal kurz... Oder ist es drüben schon demontiert hier auf der Seite? Also hier sieht man es beim Outback quasi schon aufgebaut. Also das hat vorher hier drin. Richtig. Wie ist das am Halten während der Fahrt? Wie? Ja, es wird, also diese so eine Schiene ist auch innen verbaut. Also ich hake es von oben so ein. Können wir gleich mal machen drüben.
Warte mal, ich zeig mal die Schiene, die ist da auf der Seite, okay. Genau, da ist die Seite. Hier sind die Anschlüsse, die Schnellkupplung. Das Gas geht hier durch, wird unten angeschlossen und das ist ja Wasserschlauch. So, damit hast du eine Outdoor-Küche. Umbau dauert, wir haben es auch schon mal im Video gezeigt, ungefähr eine Minute, ja, wenn man geübt hat, ansonsten zwei. Ja. Und das Element hier ist optional, glaube ich, oder? Hier die Ecke. Genau, die Ecke ist optional. Das ist, bringt die Küche so ein bisschen vom Eingang weg und man hat ein bisschen mehr Ablagefläche. Keder, haben wir einen Keder umlaufen? Ja, ja, ja. Jede Außenkante ist Keder. Also hier kann man das Sonnensegel einziehen, das Heckzelt anbauen. Alles Keder? Alles Keder. Jeder, also hier Keder. Kann man, ist Maß, ist Kedermaß? Wie ist es? 1 Zentimeter. 1 Zentimeter Keder. Also wenn ihr irgendwas bestellt bei eBay oder Amazon, achtet auf 1 Zentimeter. Da gibt es ja alles. Das ist das Bein? Ja, genau. Das ist das Stützbein für die Küche, wenn man sie nach außen nimmt. Lippert Stützbein. Ja. Also alles ordentlich. Außen Stromanschluss habe ich natürlich mit dran. Ja. Dann Batteriekonzepte, was man will, oder? Also mittlerweile verbaut kippt nur noch Lithium von Victron. 20, 40 und 100 Ampere Batterien sind möglich. Da hat man die freie Wahl. Und in Kombination mit den Solarmodulen muss man dann eben gucken, was für jeden Kunden so das Beste ist. So ein IS-Kühlschrank finde ich sehr pragmatisch. Habe ich jetzt auch wieder drin. Verbraucht wenig Strom. Denn leise. Ja. Aber hauptsächlich wenig Strom. Also meine Batterie ist immer voller. Also er kühlt extrem. Also ich war so erstaunt, dass es so kalt, dass es mir zum Teil zu kalt wurde. Wenn man es auf Gas lässt. Also ich sage immer, im Sommer macht es Sinn, wenn es sehr heiß ist, einfach Gas anmachen, denn das ist der größte Temperaturunterschied und dann kühlt er eigentlich wie normaler. Auf Strom muss man schon sagen, 12 Volt hält er die Temperatur, wenn es sehr heiß ist. Wenn es kalt ist, macht er auch richtig kalt auf 12 Volt, aber ich rede jetzt hier von 40 Grad auf Gas schalten, oder? Wie ist deine Erfahrung? Nein, also bei dem Kühlschrank ist es so, wenn du autark stehst und keinen Außenstrom hast, läuft er über Gas. Ja. Wenn du Außenstrom hast, läuft er oder kannst du dann über Außenstrom laufen lassen. Du kannst ihn während der Fahrt über die Auto-Connection über 12 Volt laufen lassen, aber nicht über die Fahrzeugbatterie hier im Wagen. Das ist der Unterschied. Also wie gesagt, wenn du autark sein willst, Gas. Über Gas. Wenn du Strom hast, machst du. Also meine Erfahrung ist halt, über Gas kühlt er am besten. Kühlt er besser. Ja, ja, das ist der. Dann gucken wir mal gerade, was da eingebaut ist in der Außendusche. Das war mal. In der Außendusche, in der Außenküche. Da ist eine Schublade. Ja, hier hast du quasi alles, was du unterbringen willst. Hier ist noch Ladegerät für die Lithiumbatterie für den Winter. Und Besteckschublade, ganz normal. Und hier? Ja, Spüle und Kochfeld. Spüle, Kochfeld. Standard. Ne? Integrierten Wasserhahn. Hm. Die Verarbeitungsqualität, Handarbeit aus Niederlanden? Naja, die haben eine eigene Manufaktur, ne? Also die lassen nicht irgendwo fremdproduzieren, wie viele ja, sondern die haben eigene Mitarbeiter, die da, ich glaube schon zum Teil bis in der vierten Generation arbeiten und bauen alles selbst. Braucht man einen Mover für den? Also lustigerweise werden die Fahrzeuge in Holland sehr viel mit Mover und fast nie mit Heizung, also mit Zusatzheizung verkauft. Wir verkaufen ganz selten Mover. Aber fast immer mit Zusatzheizung. Zusatzheizung, Luft, ja. Diesel? Nee, immer Gas, Elektro. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Weil das ist tatsächlich ein spezielles Konzept. Können wir auch hier zeigen, hat der auch. Das Schöne ist, dass wenn wir an einem Campingplatz oder Platz sind, wo es Strom gibt, können wir die Heizung, das ist eine Rail-Heizung, auf Strom laufen lassen. Und wenn wir autark stehen, können wir über Gas heizen. Das ist in meinen Augen das perfekte System. Ja, kommt aus dem Whale. Ja, wir haben auch in anderen Fahrzeugen die jetzt verbaut. Gibt es auch mit Warmwasseraufbereitung. Gibt's jetzt guck mal, hier Fußbodenheizung. Ja, Fußbodenheizung. Die ist also eine Wärmung. Ja, die ist Standard, brauche ich aber immer Außenstrom. Mhm. Ne? Das Coole ist aber, die macht nicht richtig heiß, aber der Vorteil ist, die Füße sind immer warm. Ja. Und das lieben die Leute. Genau. Die ist Serie. Die ist Serie tatsächlich, braucht immer Landstrom, ist ausdrücklich nicht als echte Heizung zu verstehen, sondern wirklich, wie du schon gesagt hast, schön Fußboden warm machen und Schuhe ausziehen können, weil der Fußboden ist der erste, der auskühlt und den kriegst du über eine Luftheizung ja auch nicht warm. Ja. Also es findet kein Temperaturausgleich. Kenne ich. Also ich hab so ein Ding, habe ich bei mir vom Computer liegen, ja. 15 Watt heißt das Ding nur, aber macht mollig warm. Wir haben ja auch nur 100 Watt unten verbaut, das reicht.
Jetzt gehen wir nochmal aufs System. Die Tür ist so breit, dass du hier E-Bikes reinschieben kannst. Du hast die Zoösen schon gleich mit dran. Ja. Jetzt ist hier das Bett. Bitte steig mal rein, ja, dass wir einmal zeigen, du bist 1,90 und kannst jetzt stehen, oder? Kann ja, noch mal stehen? Also jetzt ist das Dach ja hoch, aber selbst wenn das Dach unten ist, muss ich gleich gucken, oder? Ja, aber also es geht immer. Geht immer. Noch, ne? Also ich sag mal, der einzige Moment, wo ich ja wirklich länger stehen können muss, ist, wenn ich koche. Ansonsten... Das wäre ja jetzt, wenn ich, wenn ich auch mal zwischendurch anhalte, bin jetzt an der Raststätte, was ja keiner machen soll, aus Sicherheitsgründen, aber dann wäre es auch viel leiser, wenn das Dach geschlossen ist, gell? Ja, logisch. Klar. Ja. So, und jetzt bitte mal hinlegen. Jetzt ist der Bettumbau natürlich ein Traum. Das geht in 0, nichts. So wären wir face to face. Könnten uns ja hier gegenüber hinsetzen. Warte, ich mach das mal mit zwei großen Männern. Genau. Also die Überlegung dahinter ist, ich habe ja einen begrenzten Raum, ich möchte ein großes Bett und ich möchte nicht umbauen müssen. Das heißt, für die Leute, die zu zweit unterwegs sind oder mit einem Kleinkind, die werden das so aufbauen, auch so aufgebaut lassen, haben vorne das Bettzeug liegen und können trotzdem am Tisch sitzen. Die Tischplatte selbst ist gar nicht so groß, aber du hast hier und da eine Menge Ablage. Also selbst wenn die Butter hier steht und der Teller hier, das funktioniert. Ja, und du brauchst nur noch diese kleine Tischplatte hier zwischenlegen, die Polster zusammenziehen und hast das ganze Bett. Also das ist. Und du kannst es so drehen, wenn du es hier verdrehst, dann kommt es näher zu dir oder zu mir. Genau. Ja. Okay, und hier kann ich mich richtig reinsetzen. Ich mach das mal. Ja. Jetzt sind wir hier gegenüber, können hier frühstücken. Genau. Dann hast du drüber Schränke, jede Menge. Ja, und auch das erstaunt viele, dass dieser Abstand zwischen Sitzfläche und Oberschränken so gewählt, dass das echt große Leute sitzen. Ja, können. Ich sitze gerade drunter, ja, und hier, ich habe gar kein Problem. Hier haben wir jetzt eine Schiene von Dometic drin. Das ist auch sehr praktisch. Ja, das ist sehr praktisch. Kannst du deine USB-Lampen alles so platzieren? Kannst du einfach drehen, verschieben, rausnehmen, woanders hinsetzen, kannst USBs reinsetzen. Das ist all das geht. Wirklich schön. So, jetzt, wenn du das Bett komplett baust, sag mal, wie geht das? Ja, komplett bauen von dieser Position her ist ganz einfach. Ich nehme also diese Tischplatte, hat sich das ein bisschen gefestigt. So, die packe ich hier einfach so rein. Dann ziehe ich die Polster zusammen. Das war's. Das war's, ja. So, jetzt hast du ein Riesenbett. 70 mal 2 Meter, ne? So, leg's mal drauf, bitte. Echt riesig. Das ist super. Ja. Wow. Und das Schöne ist, man kann nach oben rausschauen. Ach so, du siehst die Sterne abends durch die Neigung. Ja, ja. Das ist. Und hier beim Plus, das ist der große Unterschied auch zum Outback. Hier kann man das Frontfenster öffnen. Das geht beim Outback leider nicht mehr. Outback ist ja nebenan. Genau. Das warum ist nicht? Warum geht das nicht? Ja, das sind diese neuen Fenster, diese tief getönten. Die gibt es ja nicht. Oder? Geht einfach nicht. Geht nicht. Also hier oben hast du überall Entlüftungsgitter. Hier dieses Seil kann man auch wegmachen, wenn ich länger stehe. Das zieht den Bike dann zusammen. Und du sagst hier, da gibt es kein Problem hier mit dem Stoff. DeWaard heißt der Hersteller. Ja, das ist DeWaard. Die sind natürlich stark imprägniert, stehen senkrecht. Also selbst wenn sie Wasser abkriegen, perlt das eigentlich so ab. Wenn es jetzt über die vielen Jahre vielleicht etwas nachlässt, entweder nachimprägnieren oder einfach vom dauerhaften Zusammenklappen ablüften lassen. So, das sieht man. Viele werden restauriert noch. Also es gibt ja viele historische Fahrzeuge hier, die ihren Wert behalten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man etwas Zeitloses hat. Also hier, die springen ja bei Kipp nicht nach jedem Trend, sondern diese Bauform ist ja sehr ähnlich. So, bau mal bitte zurück, dass wir mal sehen, wie das... Also hier findest du auch keine Gardinchen oder irgendwas in der Art. Das gibt es bei Kipp alles nicht. So, Gardinchen gibt es nicht, hat er gesagt. Nein. Falls ihr ihn nicht verstanden. So, jetzt hast du vorne zurückgebaut. Das wäre jetzt die Halbversion. Jetzt baust du komplett zurück. Dazu, wenn man jetzt abends mit mehreren Leuten sitzen will oder auch mit seinem Kind mal am größeren Esstisch sitzen will, jetzt haben wir natürlich ein ganz paar Kissen hier. Machen wir eben weg. So, und dann nimmt man das, nimmt die Tischplatte hoch
Nehmt die hier oben rein. So, löst hier das Tischbein. Fertig. So geil. Ja. So, und das Ding, wo kommt das hin? Gibt es keinen echten Platz für. Also das Tischbein kannst du in die Schublade packen, das passt. Die Tischplatte, die nimmt man entweder damit ins Auto oder von außen ins Gepäckfach. Da geht sie auch rein. So, und das sind die Verzoösen, die sind am Rahmen. Dann hast du noch jede Menge Schubläden drunter. Zeig mir die mal bitte. Ja, du hast hier also Schubläden. Du hast hier natürlich, wo ich drauf sitze, darunter ein Stauraum, der sowohl von innen zugänglich ist, wenn du... Warte, ich komme dir mal gerade gegenüber, dass wir mal sehen, wie du hier sitzt. Auch hier drunter kannst du ganz normal sitzen. Ja, ja. Wenn dir die Lampe zu nah ist. Du kannst auch wirklich hier ziemlich weit rüberrutschen, auch als Großer, ohne dass du hier Probleme mit dem Kopf bekommst. Überleg mal, wie kompakt der Wagen ist und dann so leicht. Das ist ja, glaube ich, das Argument, dass du keinen Riesenhaufen ziehst. Von der Breite her, brauchst du Außenspiegel bei dem? Nee, der hat... Verbreiterte, meine ich. Ja, nee, also ich fahre ohne. Wir haben einen mit der 85 an den Radläufen, 1,76 Kabinenbreite. Da, also bei den allermeisten. Da kannst du vorbeigucken. Ja. Okay. Ja, locker. So, also... Ich habe das System so langsam verstanden. Die Küche ist modular, die Heizung hier, Zusatzheizung, dass du auch in der Übergangszeit, ist der wintertauglich? Ja, also du musst halt, dadurch, dass der Wasserkanister vorne steht, musst du vielleicht mit Wasserflaschen arbeiten, aber ansonsten, was Heizungsmöglichkeiten und Dämmung und so angeht, überhaupt kein Problem. Schön. So, Solaranlage, da würde ich schon empfehlen, die dann ab Werk zu nehmen, ja, dass du das siehst. Ist das Material oben vom Dach das gleiche? Ja, das gleiche. Ja, das ist genau das gleiche Sandwich-Material. Ja, hier sind wir. Ich kann noch mal einmal zeigen, wie man die rechte Sitzbank hochklappt. Warte, ich komme zu dir. Das ist für manche, die dann vielleicht auch mal, also man nimmt dann natürlich den Tisch komplett raus, dann nimmt man den weg. Die können wir einmal kurz hier zeigen, hier oben hinstellen. Weil man kann, wenn man jetzt größere Güter transportieren will, weil es gibt ja auch ein Motorradpaket für den, ja, dann kann man quasi diese ganze Sitzbank hochklappen. Dann gibt es hier so ein Federelement und dann hast du hier einen Riesenraum, wo du Roller... Warte, ich zeig das mal komplett. So, das geht links nicht, das geht nur auf der Seite. Links ist fest. Hier kannst du einen Roller reinmachen. Genau. Es gibt ja auch noch eine 10 cm oder 8 cm noch breitere Hecktür. Da wird dieses Möbel etwas schmaler, dass du auch mit breiteren Lenkermaßen hier reinkommst. Nochmal 8 cm breiter. Ja. Die ist ja schon breit. Aber die hat schon 76 und die andere hat um die 86, bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, das Blöde ist, es gibt kein Fliegengitter. Das ist sehr schade. Hast du gedacht? Habe ich gedacht. Nee, es gibt eins. Also, die haben an alles gedacht bei Kipp. Auch hier die Fußbodenheizung haben wir schon gelernt. Ja. Die ist mit drin. Ja, hier hast du halt Platz für die Toilette. Hier hast du zum Beispiel die ganzen Gashähne. Du hast einen Drain für die Wasserleitung. Das heißt, du kannst durchspülen. Du kannst mit diesem Hahn hier bei Frost drehst du es einfach auf, dann friert nichts kaputt. Du kannst auch das System darüber spülen. Da ist auch eine Dusche dabei. Eine Außendusche gibt es, oder? Ja, du kannst eine Außendusche anschließen, weil wir haben ja für die Küchenanschlüsse hier quasi alles auch außen liegen. Und dann schließt du die einfach direkt an. Dann wird das hier nicht über die Stromverbindung wie für den Wasserhahn in der Spüle bedient, sondern du hast hier so einen kleinen Schalter, wo du manuell vorne die Pumpe ein- und ausschalten kannst. Auch warmes Wasser? Nein. Nein. Könntest du es umbauen für warmes Wasser Außendusche? Es geht nur in der nächstgrößeren Version. Im Kompakt. Im Kompakt würde es gehen. Also Boiler. Ja. Boiler. Aber ich könnte ja theoretisch die Dusche auch innen anschließen. Das heißt, der hat jetzt keinen Boiler. Nein. Nein, der hat aber drüben doch einen Vale-Boiler gehabt, der nächste hier, der hier. Der hat keinen Boiler. Der hat keinen Boiler. Mhm. Habe ich ihn vertan. Nee. Also eine Vale-Heizung ist es. Der hat nur die, was heißt nur? Der hat die Vale-Heizung, aber ohne Warmwasser aufbereitet. Also mein Tipp ist übrigens, ich habe mal ein
YouTube-Video gesehen, wie man sich richtig wäscht. Ja, mit zwei entsprechenden Waschlappen. Ja, du brauchst ein System. Also du nimmst tatsächlich einen anderen Waschlappen für den Kopf wie für den Hintern. Das sollte man tun. Und du kochst dann auch, ich sag mal, heißes Wasser und machst alles fertig. Wir sind bei Wheelhouse. Das Ganze in München, demnächst rund um München. Nee, in Dasing gibt es das schon, zwischen Augsburg und München. Demnächst in Mülheim, Kärlich. Und wir sind hier in Hamburg-Lockstedt. Lockstedt, genau. So, das Ganze am 15. Mai 2023. Kipp, die großen Geheimnisse alle gelüftet. Tschüss, Patrick. Ciao, ciao. Danke, tschüss.